Der Lausitzwelle Jahresrückblick 2021. Freundlich unterstützt vom Autohaus Sarotnik, Ihrem Mehrmarkenhändler mit den günstigen EU-Neu- und Gebrauchtwagen. Autohaus Sarotnik, einer aus Weißkolm. Der Blick auf den Oktober, präsentiert von den Kühne Autohäusern, Ihrem VW- und Audi-Partner in der Region Elbe-Elster. Kühne Autohäuser, weil's persönlicher ist. Der Jahreswechsel rückt näher und damit geht auch unser Jahresrückblick 2021 nun in die letzte Runde. Wir starten unsere gemeinsame Stunde jetzt mit dem Blick auf den Monat Oktober. Beginnen wir sportlich. Der Lausitzer Handballverein LHV holte beim Auswärtsspiel in Leipzig seinen ersten Punkt in der Saison. Und in Finsterwalde konnte man auf 100 Jahre Tennis in der Sängerstadt zurückblicken. Das Bautzener Puppentheater konnte dieses Jahr ein Jubiläum verzeichnen, denn es zeigt bereits seit 60 Jahren erfolgreich zahlreiche Stücke für klein und groß. Aber auch im Landkreis Elbe-Elster ist das Spiel mit den Puppen offenbar ein großer Erfolg. Trotz Einschränkungen bewies dies die große Resonanz auf das diesjährige Puppentheaterfestival. Auf eine 100-jährige Tradition blickt der Tennisverein TC Sängerstadt Finsterwalde e.V. zurück. Dies wurde jetzt mit einem Jubiläumsturnier auf der Tennisanlage in Finsterwalde gefeiert. Dazu waren die Mitglieder und viele Ehemalige eingeladen, darunter auch die erfolgreichste Finsterwalder Tennisspielerin Inge Goslau. Sie konnte in ihrer Laufbahn über 50 Titel für sich verbuchen. Unter den Augen des Schirmherrn Bürgermeister Jörg Gampe sahen die Gäste ein erfolgreiches Turnier mit insgesamt 8 Mixed-Paarungen, die sich auf dem Platz gegenüberstanden. Neben den Spielern vom TC Sängerstadt Finsterwalde nahmen auch Vereine aus Berlin, Großrehschen und Fetschau am Turnier teil. Zum 23. Mal lud der Landkreis Elbe-Elster ein zum Internationalen Puppentheaterfestival. 15 Puppenbühnen gaben sich mit über 30 Inszenierungen an über 40 Spielorten eine Woche lang ein illustres Stelldich ein. Hier in der Museumsscheune in Übigau kamen vor allem die Jüngsten auf ihre Kosten. Insgesamt präsentierte die Festivalwoche wieder das gesamte Spektrum des Puppen- und Figurentheaters, von Handpuppenspiel und Fadenmarionetten bis hin zu Schattenspiel und Flachfiguren. Beim ersten Auswärtsspiel des Lausitzer Handballvereins holte das Team der ersten Männermannschaft nun den ersten Punkt in der neuen Saison. Trotz des Haftmittelverbots auch für die Männermannschaft des SG LVB Leipzig zeigten beide Teams einen starken Auftritt. Das Spiel endete letzten Endes mit einem 28:28. Das sogenannte Stadthaus in Wilten ist fertig saniert. Das Gebäude auf der Bahnhofstraße befindet sich unweit vom Rathaus und dient der Stadtverwaltung für die Unterbringung der Touristinformation, des Heimatmuseums und der Bibliothek. Die Kosten beliefen sich auf ca. 130.000 Euro, wovon die Stadt selbst die Hälfte trug. Die Freude war groß, als vor einigen Wochen klar war, im Wonnemar in Bad Liebenwerda geht es weiter. Seit Samstag ist die Lausitztamme Wonnemar nun wieder für alle geöffnet. Der Besucheransturm war am ersten Tag zwar noch eher verhalten, das könnte aber auch an dem schönen Spätsommerwetter am Wochenende gelegen haben. Für die Kurstadt selbst bleibt die Lausitztherme auch weiterhin ein Aushängeschild. Der neue Kreisverkehr, der die bisherige Straßenkreuzung westlich von Salzenforst ersetzt, ist jetzt befahrbar. Ohne Feierlichkeiten wurde er vor wenigen Tagen für den Verkehr freigegeben. Die Kreuzung zwischen dem Autobahnzubringer S106 und der K7245, die von Bautzen nach Dreikretscham führt, galt als Unfallschwerpunkt. Für 25 Studierende an der Konrad-Zuse-Akademie Hoyerswerda, kurz ZUSAK, hieß es in der vergangenen Woche Abschied nehmen. Nach dem erfolgreichen Abschluss ihres Studiums konnten die frisch gebackenen Bachelor ihre Urkunde entgegennehmen. Auch bei Dozentin Dr. Jana Cordelia Petzold und ZUSAG-Geschäftsführer Alf Wallner war dabei die Freude über das Erreichte unverkennbar. Das berufsbegleitende Sozialpädagogikstudium an der ZUSAG erfolgt in Kooperation mit der Bielefelder Hochschule FHM und der Diploma-Hochschule, welche jeweils auch den akademischen Bachelor-Titel verleihen. Zudem erwerben die Absolventen mit ihrem Hochschulabschluss die staatliche Anerkennung als Sozialpädagoge. Die Pflegeschule des DRK-Kreisverbandes Lausitz in Senftenberg konnte am 30. September die ersten Absolventen verabschieden.
Sie waren die ersten, die in der 2018 neu gegründeten Pflegeschule ihre Ausbildung begannen. Der DRK-Kreisverband Lausitz hatte sich mit der Gründung der Pflegeschule zum Ziel gesetzt, den Fachkräftenachwuchs insbesondere in der Pflege in der Region sicherzustellen. Das Fliesenmosaik Lebensfreude ist jetzt in der Lutherstraße in Weißwasser zu sehen. Das Werk gehörte ursprünglich in die Aula der einstigen Polytechnischen Oberschule. 2012 wurde das Gebäude abgerissen, doch man rettete das Fliesenmosaik. Von da an wurde es im Freien gelagert und somit der Witterung ausgesetzt. 2017 entstand die Idee, das Werk an der Rückwand eines Gebäudes in der Lutherstraße anzubringen. Vergangenes Jahr starteten die Arbeiten, im Anschluss wurde das Mosaik restauriert. In der hinteren Ecke des Herzberger Gewerbegebietes an den Steinenden geht es in der Regel eher ruhig zu. Dort steht das einzige Krematorium des Landkreises Elbe-Elster. Aufhorchen ließ es nun damit, dass dort der ökologische Fortschritt Einzug gehalten hat. Nicht ohne Stolz präsentierte Gerd Rothaug, Gesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender der Roga Unternehmungen mit Sitz in Grevendorf, zu deren Firmenverbund das Krematorium gehört, den dritten Einäscherungsofen der Einrichtung. Dieser wird komplett elektrisch betrieben und kann sich per Photovoltaikanlage auf dem Dach selbst mit Elektroenergie versorgen. Die Freie Alternativschule Kamenz ist in ihrem Streit mit der Stadt Kamenz jetzt auch vor Gericht gescheitert. Wie Oberbürgermeister Roland Danz den Stadtrat informierte, hat das Sächsische Oberverwaltungsgericht einen entsprechenden Antrag der Schulinitiative abgelehnt. Diese hatte eine einstweilige Anordnung gegen die Veränderungssperre historischer Ortskern Brauner beantragt. Zusammen mit der Schulinitiative hatte auch die gemeinnützige Einrichtung Luisenstift geklagt. Sie ist Eigentümerin des Braunaer Schlosses, in dem die Schule untergebracht werden soll, und unterstützt das Vorhaben von Anfang an. Durch die Straßen Hoyerswerdas rollt ein neuer Elektrobus. Mit dem Icarus City Pioneer will man weitere Erfahrungen beim Betrieb von Elektrobussen in Bezug auf Reichweite und Einsatzbereitschaft erlangen, so die Verkehrsgesellschaft Hoyerswerda VGH. Der Bus ist 12 Meter lang und kommt auf eine Reichweite von ca. 200 Kilometern. Die Kosten liegen dabei allerdings 2 bis 3 Mal höher als bei einem Dieselfahrzeug. Lautes Knattern gab es am vergangenen Samstag wieder am Partwitzer See. Auf einer Grünfläche nähe des Reiterhofs hatte der Verein für historische Technik Lauter zum alljährlichen Zweiradtreffen eingeladen. Aufgrund des herausragend guten Wetters waren diesmal umso mehr Moped-Fans unterwegs. Ursprünglich ist die Moped-Tour um die Seen aus einer einfachen Idee von Freunden vor gut 18 Jahren entstanden. Immer wieder wechselte der Standort, immer größer die Teilnehmerzahl. Schon länger setzte sich eine Initiative zum Gedenken an die zahllosen Opfer, welche bis weit nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges aus ihrer Heimat vertrieben wurden, für einen Ort des Erinnerns in Falkenberg ein. Am Einheitshain in unmittelbarer Nähe des Falkenberger Bahnhofs wurde nun ein Gedenkstein für die Opfer von Kriegsflucht, Vertreibung und Gewalt enthüllt. Stefan Barwey, Bürgermeister von Falkenberg-Elster, erinnerte an die unzähligen Vertriebenen, welche einst auch in Falkenberg auf dem geschichtsträchtigen Areal des Bahnhofs ankamen. Gemeinsam mit Monika Mietsch vom Kultur- und Tourismusverein der Stadt wurde der Gedenkstein enthüllt. Mit einer kurzen Andacht wurde die Einweihung abgeschlossen. Die mögliche Aufnahme der Stadt Herrnhut in das Weltkulturerbe ist näher gerückt. So gibt es jetzt eine offizielle Einladung der US-amerikanischen Tochtersiedlung Bethlehem, sich an deren Bewerbung zu beteiligen. Außerdem hat der Freistaat Sachsen seine Unterstützung für das Vorhaben bekundet. Herrnhut bewirbt sich gemeinsam mit Bethlehem sowie Gracehill in Nordirland. Die Bewerbung erfolgt über die Vorschlagsliste der USA und damit unabhängig von weiteren deutschen und sächsischen Vorschlägen. Im Klinikum in Görlitz häkeln 10 Seniorinnen für Neugeborene. Schon länger bringen die Frauen des Vereins Kunnawitzer Gemeinschaft Gestricktes und Gehäkeltes auf die Wochenstation des städtischen Klinikums. Hier sind die selbstgefertigten Mützchen, Babyschuhe und Decken äußerst beliebt und werden von den frisch gebackenen Müttern und Vätern gerne angenommen. Die vielen positiven Rückmeldungen, die bei den Stationsschwestern ankommen, spornen alle an, weiterzumachen, heißt es aus dem Klinikum. Das Ehepaar Ruth und Werner Jurisch feierten Anfang Oktober im Azurit-Seniorenzentrum in Kamenz ihren 70. Hochzeitstag. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Zentrums deckten zu Ehren des Paares eine feierliche Tafel, bei der von Kuchen bis Schnittchen alles dabei war.
Bei der sogenannten Gnadenhochzeit waren nicht nur Familie und zahlreiche Freunde, sondern auch ein Vertreter des Kamenzer Bürgermeisters anwesend, der Glückwünsche des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer überbrachte. Das Kreiskrankenhaus Weißwasser wurde jetzt als akademisches Lehrkrankenhaus der Technischen Universität Dresden benannt. Das wurde vom Gesundheitszentrum des Landkreises Görlitz bekannt gegeben. Damit kann das Kreiskrankenhaus nun Studierende in ihrem praktischen Jahr ausbilden. Zwischen Dresden und Kamenz wird es künftig eine neue S-Bahn-Linie geben. In Zukunft pendelt zwischen den beiden Städten die S8. Die bisherige Linie RB34 wird dazu umbenannt und aufgewertet. Ab Dezember sollen die Züge im 30-Minuten-Takt unterwegs sein, so der Verkehrsverbund Oberelbe. Entlang der Strecke gibt es mehr als 400 Park-and-Ride-Plätze. Die meisten Bahnhöfe wurden barrierefrei umgebaut und an allen Haltestellen gibt es auch Busanbindungen. Seit geraumer Zeit baut der Landkreis Elbe-Elster seine Radfernwanderwege aus. Insgesamt geht es um 80 Kilometer Radstrecke in 48 Abschnitten. Rund 5,35 Millionen Euro stehen dafür zur Verfügung. Das ist der Radweg von Finsterwalde nach Schacksdorf. Das ist einer unserer Abschnitte, die jetzt fertig geworden sind im Rahmen der Radwegemodernisierung. Und gleich im Anschluss kommt der nächste Abschnitt, der führt von Schacksdorf nach Lichterfeld. Aktuell bauen wir gerade im Amt Kleine Elster an 7 Abschnitten. Der Weg hier ist fertiggestellt und der Wurzelschutz wird gerade noch eingebaut. Von den insgesamt 48 Abschnitten sollen 26 noch in diesem Jahr fertiggestellt werden. Der Rest folgt dann im kommenden Jahr. Viel los war am vergangenen Samstag im Tierpark Bischofswerda. Für die Besucher des Parks hatte sich die Familienbildungsstätte Bischofswerda etwas ganz Besonderes ausgedacht. Den Ziegen aus dem Streichelgehege, den Alpakas und dem Braunbär-Balu waren noch einige andere märchenhafte Wesen im Tierpark. Viele bekannte Gesichter wie die Bremer Stadtmusikanten, der gestiefelte Kater oder Pippi Langstrumpf liefen durch den Park. Gemeinsam war es den Kindern mit ihren Lieblingsfiguren möglich, an vielen verschiedenen Stationen im Park ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. Verfitzt und zugenäht. Das Bautzener Puppentheater feiert großes Jubiläum. Seit 60 Jahren zeigt es als Teil des sorbischen Volkstheaters besonders für die jüngeren Zuschauer lustige, aber auch sehr spannende Stücke. Dabei geht es besonders darum, die ganze Vielfalt des Puppentheaters auf die Bühne zu bringen und die Zuschauer auf eine außergewöhnliche Reise zu entführen. Darunter ganz klassisch mit Marionetten, Handpuppen, aber auch Stabmarionetten und ganz modern im aktuellen Stück Archinora zu sehen, Objekttheater. Wobei ganz gewöhnliche Objekte, wie beispielsweise ein Wasserkocher aus der Küche, zum Leben erwacht. Am Samstag, dem 16. Oktober, kamen mehr als 20 Helfer, um beim Vorbereiten einer neuen Waldgeneration im Zittauer Gebirge zu helfen. Aufgerufen zu dieser Aktion hatte die Stadt Zittau und der Naturpark Zittauer Gebirge. Bereits zweimal musste dieser Einsatz pandemiebedingt verschoben werden. Los ging's 9 Uhr am Sorgeteich in Waltersdorf. Am Hang des Weberberges teilten Mitarbeiter des Forstbetriebes die fleißigen Helfer in 3 Gruppen. Nach einer kurzen Arbeitsschutzbelehrung wurden Rinde, Reisig und Äste auf der durch die Zwangsrodung entstandenen Flächen beräumt, um Platz für die Naturverjüngung und neue Baumpflanzungen zu schaffen. Das ehemalige Kulturhaus im Hoyerswerder Ortsteil Knappenrode soll jetzt verkauft werden. Dazu hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht gegeben. Seit 10 Jahren versucht die Stadt, die 1915 erbaute Immobilie an den Mann zu bringen. Nun will der in Spremberg wohnhafte Sänger und Schauspieler Martin Eitner das frühere Kulturhaus erwerben. Entstehen soll darin ein Theater, in dem hauptsächlich Komödien rund um das Thema Bergbau gespielt werden. Das erklärte Eitner bei der Präsentation seines Projektes vor dem Knappenroder Ortschaftsrat im März dieses Jahres. Die Immobilie, nebst gut 6.000 Quadratmeter Grundstück, kann für den symbolischen Kaufpreis von 1 Euro den Besitzer wechseln. Das hat seinen Grund, so Stadtrat Jan Kregelin. Es gibt Schätzungen, die ein Investitionsvolumen von fast 5 Millionen Euro aufweisen. Von daher ist der Kaufpreis von 1 Euro verständlich. Im Prinzip wird auch alles aufgefangen, sofern die Investitionen nicht dorthin gelangen, wo sie hin sollen, behält sich sowohl die Stadt als auch natürlich der Fördermittelgeber ein Rückgriffsrecht vor. Das Konzept wurde vorgestellt im Verwaltungsausschuss und natürlich auch in der Verwaltung. Alle waren begeistert. Es ist ein tragfähiges Konzept
und die Stadt wird das weiterhin begleiten. Ein ambitioniertes Vorhaben, das nach vielen Jahren Abstinenz wieder kulturelles Leben in das seit 2008 leerstehende und denkmalgeschützte Haus bringen soll. Bereits im Herbst 2023 könnte sich zum ersten Mal der Vorhang im dann neuen Lausitzer Bergbautheater Wärminghof heben, bekräftigt Investor Martin Eitner seine straffe Planung gegenüber Lausitzwelle. Neben der neu gestalteten Energiefabrik kann die ehemalige Bergbaugemeinde Knappenrode dann mit einem weiteren kulturellen Highlight aufwarten. Für die Besitzer eines Bewohnerparkausweises in der Stadt Bautzen wird es künftig teurer. Ab 2022 erhöht die Stadtverwaltung die Gebühren von bisher 20 Euro auf 30 Euro im Jahr. Damit sollen unter anderem die laufenden Kosten gedeckt werden, so die Stadt. Der Trend bei den Verbrauchern hin zu regionalen Produkten verstärkt sich und das nicht erst seit Corona. Ein erfreulicher Trend, der es nötig macht, Produzenten und Verbraucher an einen Tisch zu holen, um gemeinsam Möglichkeiten zu suchen, die Regionalität von Produkten und deren Vermarktung zu stärken. Genau dazu dienen die Marktgespräche, zu denen sich zum Beispiel Gastronomen mit Erzeugern aus Elbe-Elster und angrenzenden Landkreisen jetzt in Doberlerkirchhain trafen. Obwohl die Vorzüge regionaler Lebensmittel auf der Hand liegen, kommen sie dennoch weiterhin zu selten auf den Teller. Nach den Corona-bedingten Einschränkungen für gastronomische Betriebe sollte das Marktgespräch in diesem Jahr auch für eine Wiederbelebung der regionalen Verarbeitungsketten bzw. zum Einstieg in diese motivieren. In der Vergangenheit sind bereits Projekte wie die regionale Speisekarte, das Heidelamm oder Gemeinschaftsaktionen von Gastronomen wie die Apfel- oder Karpfenwochen aus den Marktgesprächen hervorgegangen. Das Regionalsiegel Elbe-Elster, der Einkaufsführer Elbe-Elsterland oder die Heimathäppchen bieten bereits Orientierung beim bewussten Einkauf. Trotzdem sind direkte Kooperationen zwischen Erzeugern und Verarbeitern und Verbrauchern nicht selbstverständlich. Das Marktgespräch hat das Ziel, diese Akteure besser zu vernetzen. In Zittau soll demnächst ein Kompetenzzentrum für Nutzhanf gegründet werden. Dies bestätigte Martin Wittau, Vizepräsident der Bundesvereinigung für Nachhaltigkeit, auf Anfrage der Lausitzwelle. Über den genauen Standort und die Anzahl der Mitarbeiter machte er keine Angaben. Das Zentrum soll in enger Zusammenarbeit mit der Hochschule Zittau-Görlitz Möglichkeiten für die industrielle und handwerkliche Nutzung von Hanf untersuchen. Dazu zählen unter anderem naturfaserverstärkte Kunststoffe oder auch Textilfasern. Ein Anwendungsgebiet bleibt allerdings außen vor, die Nutzung als Rauschmittel. Dafür seien die in dem Zentrum untersuchten Hanfsorten auch gar nicht geeignet, unterstreicht Martin Wittau. Ich möchte mich auf diesem Wege ganz herzlich bei all unseren treuen Kunden, Pflegediensten, Pflegeheimen, Arztpraxen für das Jahr 2021 bedanken. Und ich wünsche Ihnen einen angenehmen Rutsch und auf ein schönes Jahr 2022. Ihr Dr. Sten-Gunnar Zeitz. Willkommen zum großen Jahresinventurverkauf im Möbelzentrum Großräschen. Jede Menge Möbel und Küchen sind in unseren Ausstellungen bis zu 68% reduziert. Also schnell sein beim Inventurverkauf, was weg ist, ist weg. Wenn Sie nichts Passendes vor Ort finden sollten, dann gibt es 30% auf Möbelneubestellungen. Möbelzentrum Großräschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96. Weiterhin sind 45 Küchentester gesucht mit exklusiven Vorteilen. Vorteil 1: eine Einbauküche zum halben Preis. Vorteil 2: 200 Euro bar für das Ausfüllen eines Fragebogens. Gleich bewerben unter 0357 53 2220. Ich mag Dinge, die sich gut anfühlen. Und wenn alles bis ins letzte Detail stimmt. Ich mag Herausforderungen. Und dass kein Tag wie der andere ist. Ich mag es, etwas mit den Händen zu machen. Etwas selbst zu meistern und eigene Ideen umzusetzen. Ich mag es, die Welt ein Stück bunter zu machen. Das Gefühl, dass ich gebraucht werde. Und die Chance, mich ständig weiterzuentwickeln. Ich mag es, gemeinsam etwas geschafft zu haben. Und was magst du? Zukunft hat Farbe. Dein Ausbildungsplatz im Maler-, Lackierer- und Bodenlegerhandwerk.
www.malerinnung-bautzen.de. Der Lausitzwelle Jahresrückblick 2021. Freundlich unterstützt vom Autohaus Sarotnik, Ihrem Mehrmarkenhändler mit den günstigen EU-Neu- und Gebrauchtwagen. Autohaus Sarotnik, einer aus Weißkolm. Der Blick auf den November, präsentiert von der Evangelischen Schulgemeinschaft Niederlausitz. Die Alternative zur staatlichen Schule in Südbrandenburg und Nordsachsen. Gute und flexible Bildung, auch über zentrale Vorgaben und Rahmenlehrpläne hinaus. Evangelische Schulgemeinschaft Niederlausitz. Der gern auch als Nebelmonat genannte November brachte nun Aufklärung in die schon seit längerem geplanten Verkäufe der beiden Malteser Krankenhäuser in Görlitz und Kamenz. Im Landkreis Bautzen wurde der Busverkehr neu geordnet und in Sachen Elektromobilität folgte auf den Einsatz des Elektrobusses im Gebiet von Hoyerswerda dann auch ein Test für ein solches Gefährt im Stadtverkehr von Senftenberg. Traditionell zum Monatsende wurden mit der Stollenprüfung in Bautzen wieder die weihnachtlichen Produkte der ostsächsischen Bäcker auf den Prüfstand gestellt. In der Stadt Senftenberg wird derzeit im Stadtlinienverkehr ein Elektrobus getestet. Am vergangenen Freitag kam das Fahrzeug in der Stadt an. Nun ist der weiße Icarus bis zum 10. November unterwegs. Der Bus soll dabei in Senftenbergs Stadtverkehr auf Batterielaufdauer und Kilometerleistung geprüft werden. Ab dem Jahr 2027 sollen 65% der neu zugelassenen Busse im ÖPNV im Landkreis Oberspreewald-Lausitz emissionsarm oder emissionsfrei auf den Straßen unterwegs sein. Das frühere Commerzbankgebäude in Löbau hat eine neue Nutzung gefunden. In die Villa an der August-Bebel-Straße ist eine Hausarztpraxis eingezogen. Das 1930 für die Reichsbank errichtete Haus diente in der Folgezeit verschiedenen Kreditinstituten, so auch der Deutschen Notenbank und der Dresdner Bank als Regionalsitz. 2010 übernahm es die Commerzbank. Im Zuge einer deutschlandweiten Umstrukturierung fiel die Löbauer Filiale ebenso wie die in Bischofswerda und Zittau 2020 der Schließung zum Opfer. Der Lausitzer Handballverein Hoyerswerda holte sich am vergangenen Sonntag den Sieg im Sachsenpokal gegen den Zwönitzer HSV und steht somit im Achtelfinale. Das Auswärtsspiel in der Zwönitzer Sporthalle begann zunächst mit einer 1:0-Führung durch die Gastgeber. Der LHVler Ben Nitzsche konterte jedoch direkt und glich umgehend aus. Tobias Sieber legte gleich mit einem weiteren Treffer zum 1:2 nach. Bis zur Halbzeit baute der LHV seine Führung zum 11:15 aus. Spannend wurde es dann noch einmal ab der 48. Spielminute, als sich die Zwönitzer einen Gleichstand zum 22:22 erspielten. Nach einer Auszeit der Trainer erkämpften sich die Zusestädter die Führung zurück, bis zum Ende wurde diese auch nicht mehr aus der Hand gegeben, sodass beim Ertönen des Abpfiffs die Anzeigetafel einen 29:32 Sieg für den LHV auswies. Im Kindergarten der sorbischen Gemeinde Ostro fand vom 25. bis 26. Oktober ein Kunstprojekt statt. Unter Anleitung des Künstlers Thomas Stern schufen die Kinder einen Überlebensbaum, so der Titel des Kunstwerks. Verwendet wurden Holz- und Plastikabfälle. Das Werk soll verdeutlichen, wie sehr die Natur durch unseren Müll gefährdet wird. Die Stiftung Sächsische Gedenkstätten übernimmt die Trägerschaft über die Gedenkstätte Großschweidnitz. Das sächsische Kabinett hat am Dienstag die Zustimmung dafür erteilt. Großschweidnitz soll dabei eng mit der Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein zusammenarbeiten. Beide Einrichtungen erinnern an die als Euthanasie bezeichneten Krankenmorde in der NS-Zeit. Im Landeskrankenhaus Großschweidnitz wurden zwischen 1939 und 1945 mehr als 5.500 psychisch Kranke systematisch ermordet. Mit der Übernahme sei der Betrieb der Gedenkstätte Großschweidnitz dauerhaft gesichert, so Sozialministerin Barbara Klepsch. Der geplante zweite Segelstützpunkt am Berzdorfer See lässt weiter auf sich warten. Wie auf der jüngsten Sitzung des Planungsverbandes bekannt wurde, kann in den nächsten beiden Jahren kein Bau aus den sogenannten § 4-Geldern erfolgen. Laut LMBV und Sächsischem Oberbergamt konnten in der aktuellen Runde keine Projekte am Berzdorfer See berücksichtigt werden, da das Programm mehrfach überzeichnet sei. Die Fischtreppe am Niesendorfer Wehr, unweit von Königswartha, muss umgebaut werden. Ein Sachverständiger hat festgestellt, dass die erst 2015 errichtete Anlage ihre Funktion nicht optimal erfüllt. Laut Landestalsperrenverwaltung ist dies nicht ungewöhnlich und kommt häufig vor.
Die nun erforderlichen Arbeiten umfassen die Verlängerung der Fischaufstiegsanlage um 3 Becken, den Einbau einer Spundwand sowie die Anpassung der Lage der Schwimmbalken. Die Arbeiten sollen bis Dezember abgeschlossen werden und 350.000 Euro kosten. Austausch und Erinnerung. Darum ging es hauptsächlich am vergangenen Samstag beim Treffen der haiischen Jugend in Bernsdorf. Zum mittlerweile 35. Mal treffen sich die Männer und Frauen aus der ehemaligen Werkskolonie Haie 3. Heute wohnen sie in ganz Deutschland verteilt, kommen aber hier zusammen, um die Erinnerung an damals wieder aufleben zu lassen. Knapp 50 sind auch in diesem Jahr mit dabei. Chronist Karl-Heinz Weigel kümmert sich um den Erhalt der Geschichte, sammelt altes Material und hat mittlerweile das 4. Buch über den Tagebau, die Brikettfabrik und die Kolonie herausgebracht. Das findet großen Anklang und Zuspruch, da so das Geschehene auch für die Zukunft festgehalten wird. Sie sah etwas klein aus, die Abordnung des Plessaer Karnevalsclubs PCC, welche in diesem Jahr zur Eröffnung der Saison vor der Amtsstube Aufstellung nahm, um den Rathausschlüssel in Empfang zu nehmen. Corona-bedingt lief auch in Plessa das Spektakel in etwas kleinerem Rahmen als sonst ab, was sich auch in den Besucherzahlen widerspiegelte. Die Schüler der benachbarten Schule blieben der Schlüsselübergabe in diesem Jahr fern. Das Motto ist in diesem Jahr Route 66, der PCC auf närrischen Wegen, was natürlich eine Anspielung auf die geplante Umgehungsstraße B101 darstellt. Die Gemeinde Kottmar plant umfangreiche Investitionen in die Kindereinrichtungen in ihrem Ortsteil Niederkunnersdorf. So soll für die Kindertagesstätte Knupsenhäusel ein Neubau errichtet werden. Die Ausschreibung für die entsprechenden Planungsleistungen ist unlängst veröffentlicht worden. Der Kostenumfang für die Planung wird auf 780.000 Euro geschätzt. Auch die Grundschule platzt aus allen Nähten und soll durch einen Anbau erweitert werden. Dieser soll über 2 Obergeschosse und ein Kellergeschoss verfügen und neben mehreren Klassenräumen auch den Hort und eine Mensa beherbergen. In den Wintermonaten soll der Tierpark Görlitz ein neues Eingangsgebäude erhalten. Wie der Chef des Zoos Sven Hammer dazu erklärte, will man den Bau noch barrierefreier gestalten, die Gäste besser bedienen können sowie mehr überdachte Flächen schaffen. Der Bau soll bis Februar kommenden Jahres abgeschlossen sein. Bis dahin werden alle Besucher durch die Zooschule gelotst. Im pomologischen Schau- und Lehrgarten in Döllingen konnten jetzt insgesamt 400 neue Obstbäume in Empfang genommen werden. Wieder nutzten viele Gemeinden, Vereine und Betriebe sowie Privatpersonen das jährliche Angebot des Naturparks, kostenlos Obstbäume zu bestellen. Durch die neuen Bäume soll die traditionsreiche Streuobstregion im Süden Brandenburgs erhalten werden. Besondere Beliebtheit erfreuen sich erneut die Apfelbäume, aber auch Birnen, Kirschen und Pflaumen wurden bestellt. Die Bäume wurden zusammen mit Wühlmausschutz, Pflock, Seil und Wildschutzspirale an ihren neuen Besitzer abgegeben. Auch die Park-and-Ride-Plätze in Großröhrsdorf und Pulsnitz werden jetzt mit Sensoren ausgestattet. So können ab dem 16. November Fahrgäste vorab online prüfen, ob noch Plätze frei sind. Der Verkehrsbund Oberelbe investiert etwa 10.000 Euro in die Technik. Der Landkreis Bautzen hatte es in diesem Jahr zu einem Eintrag ins Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes gebracht. Die Wächter über die öffentlichen Kassen kreiden im Kreis Schlampegerarbeit beim Ausbau des Breitbandnetzes an. So sei mit veralteten Karten gearbeitet worden. Dies habe dazu geführt, dass zahlreiche Wohngrundstücke in der ersten Ausbaurunde vergessen wurden. Andererseits seien Erholungsgrundstücke angeschlossen worden, auf denen niemand dauerhaft wohnen darf. So musste ein zusätzliches Ausbaucluster festgelegt werden, was die Steuerzahler zusätzlich 83 Millionen Euro kostete. Der Landkreis selbst hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Schuld seien vor allem die komplizierten Förderregularien. Auf dem Rothenburger Flugplatz ist zum zweiten Mal ein Airbus A320 einer litauischen Fluggesellschaft gelandet. Für den Flieger ist hier Endstation, denn er soll im Rahmen eines Pilotprojektes ausgeschlachtet werden. Bereits im Frühjahr war ein Flugzeug des gleichen Typs in Rothenburg zerlegt worden, um wiederverwendbare Teile recyceln zu können. Die Elbe Flugwerke Dresden wollen dies zu einem tragfähigen Geschäftsmodell ausbauen. Der erste Prototyp konnte nach Angaben des Unternehmens zu 95% recycelt werden. Der TSV Pulsnitz hat letzte Woche einen Fördermittelbescheid in Höhe von rund 563.000 Euro zur Sanierung des Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadions von Amtschef Thomas Rechentin überreicht bekommen. Das Großspielfeld soll mit einem Kunstrasenbelag ausgestattet werden und auf der Laufbahn wird der alte Tennen einen neuen Kunststoffbelag weichen. Die neue, moderne Sportanlage soll dann für Sportlerinnen und Sportler aus dem Vereins-, Schul- und Freizeitsport genutzt werden können.
Im Rahmen des alljährlichen Volkstrauertages wurden vielerorts wieder Kränze und Gebinde an den Gedenkstätten für die Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft niedergelegt. In Elsterwerda erinnerte Bürgermeisterin Anja Heinrich unter anderem an die zahlreichen Toten des Zweiten Weltkrieges, welche zum Beispiel auf dem russischen Ehrenfriedhof in Elsterwerda ihre letzte Ruhe fanden. 1919 wurde vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge erstmals ein Gedenktag für die Opfer des Ersten Weltkrieges angeregt. 1925 wurde er erstmals begangen. Ab dem 1. Januar werden die Buslinien im Landkreis Bautzen angepasst. Außerdem fahren künftig neue Plus- und Tankbuslinien durch Ostsachsen, so beispielsweise im Stadtverkehr von Bautzen. Hier kommt die neue Linie 17 und 18, jeweils mit Start und Ziel am August-Bebel-Platz. Außerdem fahren Plusbusse künftig von 7 bis 21 Uhr stündlich, Taktbusse alle 2 Stunden. Beide verbinden die Hauptstandorte im Landkreis und bekommen 500er Liniennummern. Die ergänzenden Nebenlinien tragen 700er Nummern, heißt es aus dem Landratsamt. Die Stadt Hoyerswerda hat den Zuwendungsvertrag mit dem Sportbund Lausitzer Seenland zum Jahresende gekündigt. Das wurde bei der letzten Stadtratssitzung bekannt gegeben. Künftig will die Stadt vor allem die Fördermittelanträge für die Sportvereine selbst verwalten. Beim Sportbund sorgt diese Meldung allerdings für Unsicherheit. Bisher hat die Stadt uns als Sportbund Lausitzer Seenland damit beauftragt, die Fördermittelvergabe und die Hallenvergabe durchzuführen. Jetzt hat sie diesen Zuwendungsvertrag gekündigt und möchte in Zukunft die Fördermittelvergabe alleine durchführen, weil sie sich daraus ein Kostenersparnis oder eine Mehrlenkungsfunktion erwartet. Wir wissen natürlich nur nicht, wie es dann auch ab nächstem Jahr mit der Hallenvergabe weitergeht. Die CDU-Fraktion des Stadtrates hat beantragt, das Thema noch einmal im Schul-, Kultur- und Sozialausschuss zu behandeln. Wie aus dem Ei gepellt, in strahlendem Gelb und mit intaktem Dach präsentiert sich seit wenigen Tagen die Neschwitzer Kirche. Nachdem bereits 2009 der Wiederaufbau der im Krieg zerstörten Turmhaube für großes Aufsehen gesorgt hatte, stand in den vergangenen Monaten eine weitere große Aufgabe vor der Kirchgemeinde. Also wir haben jetzt uns die Dachsanierung vorgenommen und haben in dem Zuge aber auch die Außenfassade der Kirche, also des Kirchenschiffs, mit überarbeitet oder ich muss natürlich sagen überarbeiten lassen von den verschiedenen Firmen, die das dann übernommen haben, sodass jetzt das ganze Kirchenschiff in Ordnung ist. Die Dacheindeckung hatte nach ca. 60 Jahren ihr Verfallsdatum erreicht und musste erneuert werden. Punktuell war der Dachstuhl zu reparieren und abzudichten. Auch der Fassadenputz hatte im Laufe der Jahrzehnte seine Schönheit verloren. Im Zuge der Arbeiten erfolgte darüber hinaus die Sanierung der Türen und Fenster. Die Kosten beliefen sich auf 360.000 Euro. Das Barockschloss Ramenau möchte die Ausstellung des sogenannten Vogelzimmers komplettieren. Es bildet gemeinsam mit dem Kornblumenzimmer und dem Gartensaal den Bereich der Schlossgastronomie und wurde 2016/17 restauriert. Das Vogelzimmer diente zur Zeit des Rittmeisters von Kleist, also ab 1800, als Naturalienkabinett des Barockschlosses. Neben zahlreichen anderen entsprechenden Gegenständen waren hier auch 24 Porzellanvögel ausgestellt. In den Wirren der Zeit gingen diese verloren und sollen jetzt mit Hilfe von Spenden ersetzt werden. Das Amt für Kartografie und Geodäsie hat jetzt mitgeteilt, dass der Ausschuss für geografische Bezeichnungen dem Bundesverkehrsministerium vorgeschlagen hat, Autobahnschilder im Siedlungsgebiet der Sorben zukünftig zweisprachig zu benennen. Dem vorausgegangen sind jahrelange Bemühungen der Domowina. Das im September 2020 geschändete Wegkreuz zum Gedenken an das frühere sorbische Dorf Rono steht wieder. Wie die Gemeinde Radibor mitteilt, wurde es mit Unterstützung der Stiftung für das sorbische Volk restauriert und wieder aufgestellt. In der Nacht vom 2. auf den 3. September des Vorjahres war der steinerne Sockel umgestürzt und das daran befestigte vergoldete Kreuz entwendet worden. Den Wert des Kreuzes bezifferte die Polizei damals auf 3.000 Euro, den Sachschaden an dem Betkreuz auf ca. 1.000 Euro. Das Denkmal war erst kurz vor der Tat saniert worden. Das Nachtshoppen in der Kamenzer Innenstadt konnte am letzten Freitag wieder durch die Händlervereinigung City-Initiative Kamenz ermöglicht werden. Ab 18 Uhr hatten zahlreiche Ladengeschäfte ihre Türen geöffnet. Die Inhaber waren vor Ort, erklärten und zeigten ihren Kunden ihre Geschäftsidee und was es bei ihnen zu erwerben gibt. Eine der Mitinitiatoren, die Kamenzer City-Managerin und Fotostudio-Betreiberin Anne Hasselbach, erklärte uns das Konzept der Initiative.
Es soll die Besucher in die Kamenzer Innenstadt locken, um den kleinen Ort am Stein, wie Kamenz wörtlich heißt, ganz anders kennenlernen zu können. Ja, die Einkaufsnacht ist schon viele, viele Jahre in Kamenz, also ein wichtiger Bestandteil auch der Händlerschaft hier, ist auch durch die Händler, durch den Verein ins Leben gerufen worden und eines der beliebtesten Events überhaupt, weil es auch in den Abendstunden stattfindet, natürlich durch eine besondere Atmosphäre geprägt ist. Leider mussten zahlreiche Aktionen Corona-bedingt abgesagt werden, um niemanden zu gefährden. Aber ein Kasperletheater auf einer Balkonbühne konnte trotzdem stattfinden. Mit viel Liebe, Ideenreichtum und Fleiß haben die Kamenzer Händler mit ihren großen und kleinen Aktionen ihren Besuchern trotz Corona ein bisschen Licht ins herbstliche Dunkel gebracht. Das Zuse Computer Museum in Hoyerswerda lud am vergangenen Wochenende mit einem Künstlerworkshop zum Selbstgestalten ein, von der Idee bis zur fertigen Umsetzung. Das Besondere dabei, hier wird nicht gemalt oder gezeichnet, nein, um ein Kunstwerk zu erschaffen, beginnt hier die Arbeit am Computer. Produktdesigner und Künstler Tom Witschel erklärte, wie alles funktioniert und unterstützte die Kursteilnehmer mit passenden Tipps und Ideen. Seit vergangenem Freitag steht auf dem Görlitzer Obermarkt wieder eine Eisbahn. In diesem Jahr wurde die Anlage sogar um 130 Quadratmeter erweitert und ist somit in einer Gesamtgröße von ca. 430 Quadratmetern erfahrbar. Die Eisbahn steht noch bis zum 9. Januar kommenden Jahres. Man brauchte etwas Geduld beim Tag der offenen Tür am Evangelischen Gymnasium in Dobolo-Kirchhain. Infolge der Corona-Pandemie war eine Durchführung nur nach den 3G-Regeln möglich. Dennoch zog es zahlreiche Interessierte in das Gymnasium, um das Haus mit seinen vielfältigen Angeboten genauer unter die Lupe zu nehmen. Wir öffnen unsere Türen für alle interessierten Schülerinnen und Schüler, die jetzt in Klasse 6 sind und vor der schweren Wahl stehen. Wie soll es denn weitergehen im nächsten Schuljahr? Wir freuen uns über jeden, der sich für uns interessiert, der offen ist für ein etwas anderes Schulkonzept, als man das vielleicht aus den eigenen Erfahrungen des Schulsystems kennt. In allen Unterrichtsräumen gehören die herkömmlichen Tafeln der Vergangenheit an. Mit den sogenannten Whiteboards ist man auf der Höhe der Zeit und im hauseigenen Netzwerk sind die Schüler per iPad auch untereinander gut vernetzt. Der Fokus der Schule liegt neben den klassischen naturwissenschaftlichen Fächern auf modernen, zukunftsweisenden Bildungsformen und auf dem Gebiet der Sprachen. Als einzige Schule in Elbe-Elster bietet das Gymnasium in Dobolo-Kirchhain 5 Fremdsprachen an. Bei uns kann man wählen zwischen Französisch, Russisch, Latein, Chinesisch. Ab der 9. Klasse ist auch Spanisch möglich. Und der zweite große Punkt, den wir uns verschrieben haben, ist die digitale Bildung. Zukunftsweisend soll es am Gymnasium in Dobolo-Kirchhain auch weitergehen. Die nächsten großen Vorhaben sind bereits in der konkreten Planung. Das große neue Projekt ist in Richtung der Robotik, dass wir da also vorangehen wollen. Und natürlich digitale Schulbücher ist auch eine große Sache, der wir uns mittlerweile verschrieben haben. Über 300 Schüler lernen aktuell am Evangelischen Gymnasium in Dobolo-Kirchhain. Der erste Abschnitt der neu errichteten Staatsstraße 177 östlich von Dresden kann befahren werden. Laut dem Sächsischen Landesamt für Straßen und Verkehr wurde jetzt die etwa 2,2 Kilometer lange Teilstrecke zwischen Radeberg und Leppersdorf für den Verkehr freigegeben. Zwar müssen laut dem LASUV noch Restarbeiten erledigt werden, diese haben aber keinen Einfluss auf den Verkehr. Die Malteser Krankenhäuser in Görlitz und Kamenz sind verkauft. Das geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung beider Häuser hervor. Bereits im Oktober 2019 hatte der Krankenhausbetreiber angekündigt, die Einrichtungen zu verkaufen. Die Malteser in Deutschland wollen sich zukünftig auf den Geschäftsbereich Wohnen und Pflege konzentrieren und die Zahl ihrer Akutkrankenhäuser reduzieren, so die Begründung damals. Noch im Oktober 2020 sollte der Verkauf laut Krankenhausleitung zumindest für das St. Johannes Krankenhaus Kamenz vom Tisch sein. Nun hat die Gesellschaft für Gesundheit und Versorgung in Sachsen, kurz GGS, die beiden Häuser gekauft. Beide Akutkrankenhäuser werden mit ihren jeweiligen Schwerpunkten übernommen, sodass die medizinische Versorgung vor Ort weiter gewährleistet und ausgebaut werden kann, heißt es dazu in der gemeinsamen Erklärung der Häuser. Die Bäckerinnung Bautzen führte gestern ihre Stollenprüfung durch. Jedes Jahr können alle Bäckereien der Innung ihre Stollen in die Kreishauptstadt schicken, um sie hier von Prüfer Michael Isensee vom Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerkes und Innungsobermeister Lutz Neumann prüfen zu lassen. 18 Betriebe haben ihre besten Werke eingereicht. Die insgesamt 31 Stollenproben werden auf Aussehen, Geschmack und Konsistenz geprüft.
Wer mit seinem Stollen hier mit sehr gut abschneiden will, muss von den Zutaten übers Backen bis hin zum Lagern alles richtig gemacht haben. Du wolltest schon immer hoch hinaus? Mit Kranverleih Noack wird was draus. Frank Noack, Kranverleih in Loser und Coswig, sucht Lkw-Fahrer. Informier und bewirb dich. Bei Frank Noack unter Telefon 0172 353 82 06 oder per E-Mail unter frank.noack@kranverbund.de. Also beim Heben und Senken an Kranverleih Noack denken. Eine Ausbildung zur Bankkauffrau oder zum Bankkaufmann? Das erwartet dich. Wenn du gern mit Menschen zusammenarbeitest und ihnen bei ihrer Zukunftsplanung hilfst, dann ist die Ausbildung zur Bankkauffrau ideal. Egal, ob du am Service Point in der Filiale bist oder zusammen mit deinen Kunden im Beratungsgespräch. Im ständigen Austausch findest du heraus, was das Beste für deine Kunden ist und erklärst ihnen alles Step by Step. Mit jedem Schritt bringst du deine Kunden dabei näher an ihr Ziel und bist auch darüber hinaus für sie erreichbar. Aber nicht nur Kundengespräche, auch regelmäßige Teamrunden erwarten dich. Hier gibst aber nicht nur du neuen Input, sondern erfährst auch alle relevanten Infos, um dich optimal auf jede Situation im Filialalltag vorzubereiten. Und was im Team geht, geht auch allein. Denn neben dem Präsenzlernen hast du mit deinem kostenlosen iPad zum Start der Ausbildung auch die Möglichkeit, dich selbstständig digital weiterzubilden. Und? Neugierig geworden? Bewirb dich jetzt, weil's passt. Dein Profil, unsere Story. Das Team der logopädischen Praxis Schreiber sagt Danke für die gute Zusammenarbeit und wünscht allen Patienten sowie den Ärzten und Schwestern einen guten Start ins neue Jahr. Logopädische Praxis Schreiber, auch im neuen Jahr die Spezialisten zur Behandlung von Sprach-, Stimm-, Sprech- und Schluckstörungen. Hoyerswerda-Altstadt, Schulstraße 15, im Haus der Konrad-Zuse-Akademie und in Königswartha, Kastanienring 31. Der Lausitzwelle Jahresrückblick 2021. Freundlich unterstützt vom Autohaus Sarotnik, Ihrem Mehrmarkenhändler mit den günstigen EU-Neu- und Gebrauchtwagen. Autohaus Sarotnik, einer aus Weißkolm. Der Blick auf den Dezember, präsentiert vom Einkaufsmarkt Nah und Gut in Plessa. Mit täglich frischem Obst und Gemüse sowie großem Lebensmittelsortiment. Frische Auswahl und Qualität im Einkaufsmarkt Nah und Gut Plessa, auch mit Post- und DHL-Paketshop. Zum Monatsbeginn berichteten wir im Dezember über den neu aufgesetzten Kirchturm in Jauernick an der wohl ältesten Kirche der Oberlausitz. Und kurz vor dem Weihnachtsfest machte Bautzens Oberbürgermeister von sich reden, als er nach einem Rechtsstreit und mehrmaligen abgelehnten Anträgen nun doch als Standesbeamter Heiratswillige trauen darf. Gar nicht erfreulich hingegen waren die Ankündigungen des Alstom-Konzerns für die Werke in Bautzen und Görlitz Mitte Dezember. Dort sollen bis zu 500 Arbeitsplätze entfallen, was folgerichtig auch die kommunale Politik auf den Plan rief. Die wahrscheinlich älteste Kirche der Oberlausitz hat ihren Turm zurückbekommen. Er wurde vor wenigen Tagen im zweiten Anlauf an seine angestammte Stelle gehoben. Ein erster Versuch war wegen des starken Windes gescheitert. Im Juni war der Kirchenturm abgebaut worden, um dringend erforderliche Sanierungsarbeiten an seinem Unterbau zu ermöglichen. Bereits 2018 hatte man festgestellt, dass der Kirchenturm beim Läuten der Glocken vibriert. Der mit der Untersuchung der Schäden beauftragte Statiker empfahl daraufhin dringend, die Kirche zu sperren. Am Montag kam es auf dem Bautzener Kornmarkt zu einer Auseinandersetzung zwischen Versammlungsteilnehmern und der Polizei. Zu der angemeldeten Kundgebung trafen sich anders als angemeldet und als aktuell laut der Corona-Schutzverordnung des Freistaates Sachsen erlaubten 10 Personen rund 350 Teilnehmer. Kurz vor 18 Uhr strömten sie auf den Platz. Dem Aufruf der Versammlungsbehörde, die Teilnehmerzahl zu reduzieren, kam der Veranstalter laut der Polizeidirektion Görlitz nicht nach. Neben Bautzen kam es auch in Radeberg, Zittau, Nieski und Görlitz zu vereinzelten Verstößen. Auch dort wurden die Personalien festgestellt und die Zuwiderhandlungen zur Anzeige gebracht. In Nieski fand am Wochenende der zweite Wahlgang zur Oberbürgermeisterwahl statt. Keine der beiden parteilosen Kandidatinnen hatte beim ersten Wahlgang am 7. November die absolute Mehrheit erreicht. Am Sonntag konnte Katrin Uhlemann das Rennen jetzt für sich entscheiden. Sie gewann die Wahl mit knapp 56% der Stimmen.
Das Unternehmen Vitrinen- und Glasbaureiher aus Lauta wurde zum Unternehmen des Jahres vom Ostdeutschen Sparkassenverband ausgezeichnet. Die Firma Reiher beliefert mit ihrer neu entwickelten Vitrinentechnik die ganze Welt. Mit ihren hochspezialisierten Museumseinrichtungen gelingt es der Firma, Kunst- und Kulturgüter zu schützen und zu bewahren. Die Auszeichnung würdigt Betriebe, die mit modernem Marketing, kreativem Potenzial und stabilem Wachstum dauerhaft Arbeitsplätze schaffen. Die deutschlandweit erste vollständig aus Carbonbeton hergestellte Brücke ist fast fertig. Sie steht an der Staatsstraße 111 bei Wurschen und führt über das Kupritzer Wasser. An dem Modellprojekt sind neben dem Landesamt für Straßen und Verkehr auch die TU Dresden, das Ingenieurbüro Kurbach-Böscher sowie die Firma Henschgebau beteiligt. Carbonbeton besteht im wesentlichen Teil aus Kohlenstoff und ist viermal leichter als Stahlbeton. Gleichzeitig verfügt er über eine sechsmal so hohe Belastbarkeit. Da Carbon nicht rostet, benötigt es nur eine dünne Betonummantelung, was sich positiv auf den CO2-Ausstoß auswirkt. In Löbau fand auf der Stadtratssitzung am heutigen Donnerstag die Vereidigung und Verpflichtung des neuen Oberbürgermeisters Albrecht Gubsch statt. Er wurde beim zweiten Wahlgang am 17. Oktober mit rund 40% der Stimmen zum neuen Stadtoberhaupt gewählt. Er setzte sich damals gegen seine Mitbewerber der Bürgerliste und der CDU durch. Der 56-Jährige war bereits seit knapp 8 Jahren als Bauamtsleiter in Löbau und seit 30 Jahren auch als ehrenamtlicher Bürgermeister in Dürr-Hennersdorf tätig. Der Freistaat Sachsen gründet die Sächsische Wander- und Pilgerakademie, um den Tourismus zu fördern. Egal ob das Lausitzer Seenland oder die Sächsische Schweiz, Wandertouren durch Sachsen werden immer beliebter. Da das Interesse an Wandern immer größer wird, haben regionale Wandervereine, Pilgerinitiativen, Kirchengemeinden und Beherbergungsbetriebe nun die Möglichkeit, eine jährliche finanzielle Förderung zu erhalten, um Wanderwege weiter auszubauen. Der Chemiekonzern BASF will gemeinsam mit dem Energieversorger NWAM einen Solarpark am Standort Schwarzheide errichten. Darüber informierten beide Partner in einem gemeinsamen Schreiben. Laut Kooperationsvertrag soll der Park in unmittelbarer Nähe zum Werksgelände der BASF in Schwarzheide auf einer Fläche von 24 Hektar entstehen. Rund 52.000 Photovoltaikmodule könnten hier künftig grünen Strom für die Lausitz liefern. Einen eher gewöhnungsbedürftigen Anblick bot der gute alte Mann diesmal schon. Und er hatte noch etwas Besonderes im Gepäck. Hast du da ein bisschen Schnee mitgebracht? Das ist ungewöhnlich, Nikolaus mit Stock. Das warf natürlich die Frage nach der Ursache für sein Handicap auf. Die Erklärung dazu war dann ganz einfach. Der Weihnachtsmann ist über eine Baumwurzel gestolpert. Oh. Jetzt muss er ein bisschen sehen, dass er wieder klarkommt. Ja. Oh, na gut. Ja. Das kann passieren. So musste Wohnungsgesellschaftschef Steffen Markgraf dem Nikolaus in diesem Jahr schon mal kräftig beim Einpacken der Geschenke helfen. Zunächst wurden alle Päckchen verstaut, bevor es dann auf Überraschungsfahrt zu den insgesamt 13 Kindereinrichtungen ging. Hallo. Wie hier in der Kita Märchenland warteten die Kinder überall freudig und gespannt auf den alten Gesellen. Sein diesjähriges Handicap war dem Rauschebart allerdings schon anzumerken, sodass auch die eine oder andere Hilfestellung nötig war. Den Steppkes war das letztlich egal, denn auf sie warteten ja zahlreiche kleine Geschenke. Sehr schön, so der nächste. Die gab es dann auch, allerdings Corona-bedingt, waren nur wenige Kinder anwesend, was der Freude jedoch keinen Abbruch tat. Dass der Nikolaus pünktlich zum 6. Dezember auch Schnee bestellt hatte, ließ die Aktion sogar noch in einem besonderen Flair erscheinen. Die Kurstadt Bad Liebenwerda wurde jetzt zum 5. Mal in Folge als einer der besten Kurorte Deutschlands durch den Fokus ausgezeichnet. Seit 2018 zeichnet Fokus die besten Kurorte Deutschlands aus. Bundesweit wurden alle 352 staatlich prädikatisierten Kurorte und Heilbäder erfasst. Um den Kurortcharakter festzustellen, flossen unter anderem Ergebnisse eines Fragebogens an die Kurverwaltungen, Kurort-Gastbefragungen, Übernachtungsquote, Sport- und Freizeitangebote sowie die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Auswertung ein. Im Ergebnis darf sich Bad Liebenwerda nun zu den 82 besten Kurorten Deutschlands zählen und Fokus Top Kurort 2021-22 nennen. Die Zweckverbandsversammlung des Verkehrsverbundes Oberelbe hat einer Tariferhöhung ab April kommenden Jahres zugestimmt.
Doch nicht überall soll das öffentliche Fahren teurer werden. So führt die Verkehrsgesellschaft Hoyerswerda ein neues Tarifangebot ein. Der sogenannte kleine Stadtverkehr gilt ausschließlich in der Tarifzone Hoyerswerda und bietet ein wesentlich günstigeres Angebot. Für einen typischen Hin- und Rückweg waren immer zwei Einzelfahrkarten für insgesamt 5 Euro nötig. Ab April bezahlt man für eine solche Strecke mit einer Tageskarte nur noch 3,50 Euro. Der Vater der Iber-Terrassen in Großrieschen, Professor Rolf Kuhn, wird heute 75 Jahre alt. Als Direktor der Stiftung Bauhaus Dessau kam er 1998 in die Lausitz, um Chef der Vorbereitungsgesellschaft der internationalen Bauausstellung Fürst Pücklerland zu werden. Von 2000 bis 2010 war er dann IBA-Geschäftsführer. Er hat aus einer industriell geprägten Mondlandschaft eine von Seen durchzogene Kulturregion gemacht. Sie wurde so zu einem attraktiven Lebensraum. Die IBA-Terrassen, der Großrieschener See, die Biotürme in Lauchhammer und die Abraumförderbrücke F60 sind inzwischen Aushängeschilder. Die Feuerwehren in der Lausitz sind akribisch auf Nachwuchsjagd. Auch in Senftenberg fokussiert man sich immer mehr auf die Jüngsten. Die Corona-Pandemie hat dem allerdings, wie fast überall sonst auch, einen großen Strich durch die Rechnung gemacht. Normalerweise wird bereits ab 6 Jahren versucht, Kinder mit der Feuerwehr und ihren wichtigen Aufgaben in Berührung zu bringen. Die Stadt selbst hat auch eine Kinderfeuerwehr mit aktuell 10 Mitgliedern. Hauptamtsleiter Frank Albin der Feuerwache Senftenberg möchte an Eltern und ihre Kinder appellieren, sich zeitig mit dem Thema vertraut zu machen. Die Feuerwache in Senftenberg ist übrigens eine besondere. Sie beherbergt hauptberufliche sowie auch freiwillige Einsatzkräfte. Die neue Rettungswache in Rietschen konnte nun fertiggestellt werden. So stehen jetzt rund um die Uhr ein Rettungswagen sowie 6 Einsatzkräfte zur Verfügung. Die Rettungswache Rietschen ist eine Außenstelle der Hauptrettungswache in Weißwasser. Zum neuen Versorgungsgebiet Rietschen gehören neben der Gemeinde Rietschen auch die umliegenden Gemeinden. In der Kirche der Brüdergemeine in Nieski wird auch in diesem Jahr der historische Adventsstern aufgehängt. 1952 von Eberhard Weiß gebaut und zur Jahrtausendwende restauriert, erstrahlt er jedes Jahr aufs Neue in der großen Halle des Gotteshauses. Aufgrund seiner schieren Größe von 2 Metern wird er über den Sommer direkt im Haus aufbewahrt. Die am vergangenen Freitag bekannt gewordenen Pläne des Alstom-Konzerns, in Bautzen und Görlitz bis zu 550 Arbeitsplätze abzubauen, haben in der regionalen Politik Empörung ausgelöst. Diese Entscheidung zum Abbau ist weder wirtschaftlich klug noch nachvollziehbar, meint der sächsische Wirtschaftsminister Martin Dulich. Der Görlitzer Oberbürgermeister Octavian Urso erklärt, dass es Alstom in Nachfolge von Bombardier offenbar nicht gelungen ist, ausreichend Aufträge zu akquirieren, ist trauriger Fakt und ein Managementfehler. Der darf nicht auf dem Rücken der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgetragen werden. Und der Görlitzer Landrat Bernd Lange sieht in dem Abbau einen massiven Verlust an Wirtschaftskraft und Fachkompetenz. Alle genannten Politiker fordern Alstom auf, seine Entscheidung zu revidieren. Der Scheibesee soll im kommenden Jahr von der Bergaufsicht entlassen werden. Das ist unter anderem möglich, weil das Flurneuordnungsverfahren für die Anliegerkommunen Hoyerswerda, Loser und Spreetal beendet ist. Hoyerswerdas Oberbürgermeister Thorsten Ruban C. hat nun mit seinen Mitarbeitern über die Pläne informiert. So stehe die Stadt voraussichtlich im Frühjahr kommenden Jahres als Eigentümer im Grundbuch. Von der Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft LMBV werden dann Arbeiten zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards durchgeführt. Entstehen sollen dabei ein Sanitärtrakt, ein Spielplatz, ein Parkplatz mit 122 Stellflächen für Autos, Busse und Fahrräder, einige mit Elektroladesäulen ausgestattet. Ein privater Investor übernimmt die gastronomische Versorgung. In Planung ist auch eine 30 Meter hohe Landmarke mit Treppe, Aufzug, Tunnelrutsche und Steg zum Wasser. Für die Nutzung der Sportstätten in Trägerschaft des Landkreises Bautzen gelten bald neue Benutzungs- und Entgeltverordnungen. In einer vergangenen Kreistagssitzung im März wurde der Landkreis beauftragt, eine Einnahmeerhöhung herbeizuführen, da aus Sicht der Verwaltung die Gebühren dringend anzugleichen sind. In Kraft treten wird die neue Satzung am 1. April 2022. Der Landkreis erwartet Einnahmen in Höhe von 60.000 Euro. Der Rückbau des Mittelteils der Orangerie im Schlosspark Lauchhammer West hat begonnen. Dieser Gebäudeteil ist laut Gutachten leider nicht mehr zu erhalten und fällt daher der Abrissbirne zum Opfer. Die beiden Kopfbauten links und rechts der Orangerie bleiben bestehen und werden gesichert.
Der Dachstuhl des westlichen Kopfbaus dieses unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes wird in der kommenden Zeit saniert. Der Zweckverband Lausitzer Seenland Brandenburg hat den Weg für ein sogenanntes Bio-Naturhotel am Senftenberger Stadthafen freigemacht. Auf der letzten Verbandsversammlung wurde über den Verkauf des rund 1700 Quadratmeter großen Areals an Wichmann Beratung entschieden. Das Hotel soll im Vier-Sterne-Segment angesiedelt werden und verfügt über insgesamt 110 Zimmer. Zusätzlich soll es hier auch Tagungsräume und Gastronomie im Außenbereich geben. Genauere Pläne sollen bekannt gegeben werden, sobald das Projekt weiter vorangeschritten ist, so Detlef Furzler, der Verbandsvorsitzende des Zweckverbandes Lausitzer Seenland Brandenburg. Eine freudige Weihnachtsüberraschung bot sich am Donnerstagabend den jüngsten Patienten im Lausitzer Seenland-Klinikum in Hoyerswerda. Der Weihnachtsmann und seine Gefährten kamen kurz nach Einbruch der Dunkelheit mit einem sehr besonderen Gefährt. Hell erleuchtete der Bus der Lebensräume zunächst den Eingang und später auch den Garten hinterm Haus. Aufgrund der Corona-Lage haben die Kinder zwar nur vom Fenster aus winken können, dennoch hat ihnen der Weihnachtsmann einige Geschenke in Form von kleinen Plüschtieren dagelassen. Wer verbundübergreifend in Sachsen mit Bus und Bahn unterwegs sein möchte, kann jetzt einfacher Tickets erwerben. Die Apps Handyticket Deutschland und MoveMe sind jetzt mit Sachsen Mobil ausgestattet. Es ist das erste umgesetzte Projekt, mit dem Fahrgäste auch für verbundraumübergreifende Fahrten einfach Tickets erwerben können. Das Görlitzer Ratsarchiv hat Teile der am 9. November 1938 verschwundenen Tora-Rolle aus der neuen Synagoge erhalten. Der Vater des Kunnewitzer Pfarrers Uwe Mader hatte sie damals gerettet und bei Freunden versteckt. Erst kurz vor dem Tod seines Vaters Ende der 80er erfuhr Mader davon. Nun entschied er sich dazu, die Rolle dem Görlitzer Ratsarchiv zu übergeben und die damit verbundene Geschichte öffentlich zu machen. Es handelt sich dabei um wichtige Abschnitte der Tora-Rolle, die in Eile in der Reichspogromnacht herausgetrennt worden waren. Die Entscheidung ist gefallen, die nächste Generation Görlitzer Straßenbahnen kommt aus Leipzig. Wie Marc Backhaus von den Leipziger Verkehrsbetrieben mitteilt, hat sich das Konsortium der Verkehrsunternehmen aus Görlitz, Zwickau und Leipzig für den Anbieter Heiter Blick entschieden. Das in der Messestadt ansässige Unternehmen baut nun gemeinsam mit Kippe Elektrik aus Düsseldorf bis 2030 8 hochmoderne Straßenbahnen für Görlitz. Diese sollen sukzessiv den völlig veralteten und nicht barrierefreien Tetra-Fuhrpark ersetzen. Finanziert werden soll die Anschaffung hauptsächlich über Strukturwandelgelder. Die Stadt Elsterwerda belegte beim landesweiten Ranking der sportlichsten Städte in Brandenburg für das Jahr 2020 den 2. Platz. Die Stadt überzeugte dabei vor allem durch seine hohe Zahl an Sportstätten, die vielen Sportmöglichkeiten in der Umgebung und das Event Eine Stadt bewegt sich, von der Sie hier Archivbilder sehen. Dieses Gemeinschaftsprojekt der Stadt mit ansässigen Vereinen, dem Klinikum Elbe-Elster, den Senioreneinrichtungen sowie allen Schulen und Kulturträgern bescherte Elsterwerda sehr viel Aufmerksamkeit. Mit dem Auszeichnungswettbewerb Sportlichste Stadt bzw. Sportlichste Gemeinde im Land Brandenburg wollen das Sportministerium und der Landessportbund Brandenburg die Partnerschaften zwischen Sport und Kommune vertiefen. Der Oberbürgermeister der Stadt Bautzen darf ab sofort auch als Standesbeamter im Rathaus arbeiten. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, hat ihm die Landesdirektion Sachsen als Rechtsaufsichtsbehörde im Streit mit dem Stadtrat Recht gegeben. Zuvor war Ahrens hier bereits 2-mal gescheitert. Er legte Widerspruch ein und bekam nun Recht. Vorausgegangen war, dass Ahrens das Standesamt entlasten wollte und dazu einen Lehrgang mit entsprechender Prüfung absolvierte. Das war ja also unser Jahresrückblick auf 2021, chronologisch zusammengestellt mit den aus unserer Sicht wesentlichsten Ereignissen. Natürlich konnten wir nicht alles zeigen, was in der Lausitz so passiert, und auch nicht bei jedem Ereignis konnten wir dabei sein. Ich hoffe nun, Sie haben an das zurückliegende Jahr nur überwiegend gute Erinnerungen und sind wie wir gespannt darauf, was uns das nächste Jahr so alles bringt. Auch bei Lausitzwelle Radio und Fernsehen steht Neues ins Haus. So wird unsere tägliche halbstündige Drehscheibe Lausitz voraussichtlich ab Februar mit dem Programmstart des neuen sächsischen TV-Angebotes Sachsen 1 jeweils ab 18.30 Uhr auch via Satellit in die Wohnzimmer flimmern. Noch im ersten Quartal 2022 soll dann unser Radioprogramm auch über DAB Plus in ganz Ostsachsen zu empfangen sein. Natürlich können Sie Lausitzwelle Radio und TV auch weiterhin wie gewohnt über UKW, DVB-T2 und Breitbandkabel sowie über Magenta TV oder als Internet-Livestream bzw. auf Abruf über YouTube und Facebook empfangen.
Eine gute Basis also, sie auch weiterhin im Radio und Fernsehen umfassend und vor allen Dingen objektiv über die wichtigsten Ereignisse in der Lausitz zu informieren. Im Namen des gesamten Lausitzwelle-Teams wünsche ich Ihnen jetzt einen gelungenen Start ins kommende Jahr. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie uns auch 2022 treu.